Was ist denn hier los? SWAT, alles ist hier. We have a high-ranking game member in transit in Sandy Shores. Okay. Wir müssen der Person da vorne wieder folgen. Anscheinend jemand Wichtiges, liebe Freunde. Anscheinend jemand Wichtiges wieder. Ah, er war gar nicht tot. Er hat sich nur ergeben und dann auf den Boden gelegt. Okay, vielen Dank. Welcher Frau? Ich bin zu nah dran, warte mal. Vor allem, hinter ihm fährt direkt ein anderer Polizeiwagen her, weißt du? Wobei, den Einsatz lassen wir gerade mal. Ach, Mann. Das ist immer Kacke. LSPD First Responded. Was war nochmal, was man da eingeben musste? Es gibt so einen Trick jetzt, wie man direkt... Ah, was war das? Force was? Was war's nochmal? Ja, ich bin 26 geworden, genau. Ja, ich warte mal gerade, bis sie es gerade im Chat schreiben. Sorry, ich hab's schon wieder vergessen. Es gibt auf jeden Fall so einen Begriff, und den gibst du dann ein und dann kannst du direkt weitermachen. Dann brauchst du nicht mal zur Polizeizentrale. Force Duty, ach genau. Ach, brauche ich ja gar nicht in Anführungszeichen geben. Force Duty. So. Okay, dann geht's nämlich direkt weiter. Sehr, sehr hilfreich. Nee, eine Verfolgungsjagd, Ladies and Gentlemen. Endlich mal wieder, ran an die Buletten. So. Gucken, wie lange wir das diesmal... Boah. Alter, wie sollen wir den denn mit der Karre kriegen? Ach, der Benji? Der Benji. Okay. Wir brauchen Luftunterstützung, liebe Kollegen. Duty free. Genau. Er flieht. Boah, Alter. Krass, wo will der denn hin? Na komm. Na komm. Super. Oh! Wir haben ihn, oder? Wir haben ihn. Raus. Ne, ne, ne. Wieder rein. Oh, Alter. Steckt doch in die Karre. Nicht hineinsteigen. Ja, als ob der sich so eine Karre leisten kann, du Mexikaner. So. Und du bleibst auch hier. Hä, was wollte der aus der Tasche holen? Was wollte der aus der Tasche holen? Habt ihr das auch gesehen? Der hat doch in die Tasche gegriffen, oder? Was macht er denn jetzt? Ey! Spinnst du? Ey, war wieder in die Karre ein. Alter! Okay, die Cops haben wohl keinen Bock mehr hier. Oh, fuck, der ist tot. Ist der auch tot? Ne, der liegt nur, ne? Ja, der hat sich ergeben. Der alte Mexikaner. So, Krankenwagen kommt. Die Karre lassen wir direkt mal abschleppen hier. Damit die Straße wieder frei ist. Alle drehen durch immer. Ich finde, er sieht richtig aus wie so ein Mexikaner. So ein Drogenbaron. Warum ist das rassistisch? Rassistisch? Haschistisch, wenn man das sagt. So. Wie sieht's aus, Mann? Oh, fuck it, Alter. Oh, er ist gone, okay. Kein, Alter, er teasert, obwohl er sich ergibt. Ich bin halt knallhart, liebe Freunde. Knallhart. Knallhart, bad guys. Knallhart. Knallhart. So, warte mal. Hier müssen wir doch jetzt rein theoretisch noch alle vorbeikommen, oder? Hier bricht wieder das... Hä? Okay. Nice. Guck mal, das ist prima. Der steht direkt auf dem Auto. Habe ich ja eigentlich die ganze Zeit für eine Markierung. Warte mal, ich mach die mal weg. So. Okay, wir bleiben mal hier weiter on the road. Wir haben jetzt ein paar Aufträge, aber die ignorieren wir gerade alle, weil wir die schon längst gemacht haben. Wir schauen mal. Report
narcotics activity in Grande Sonora Desert. Geil aus, ne? Wie die Karre hier einfach so steht, ey. Aber weißt du was? Wir machen mal eine stichprobartige Durchsuchung des Autos. Vielleicht finden wir ja Drogen. Denn in Blaine County sind Drogen immer sehr, sehr häufig. Dispatch, this is Ocean One responding. Können wir ja mal da reingucken, mal in die Karre. So. Nichts gefunden. Kofferraum. Finden wir da was? Citizens reporting. Nichts gefunden. 503 and Sandy Shores. Ah, Package Trucks, ein Paket Drogen. Da hatte ich doch den richtigen Riecher, Kollege. So, jetzt müssen wir nur herausfinden, wie die Karre gehört hier. Können wir mal ganz kurz machen. Dürfte ja interessant sein. Vielleicht finden wir die Person, ja? Bisschen so mal Inspektor spielen. Bisschen Inspektor spielen. So, mhm. Mhm. Target License Plate. 6, 8, John, Adam, John, 5, 4, 1, no, 1099. Will Pavey, okay. Ja, kriegen wir keine Auskunft, okay. Auf jeden Fall drei Verwarnungen für die Karre. Und weil da Drogen drin waren, lassen wir den Wagen mal abschleppen und näher durchsuchen. Von der Hauptzentrale. So, zack. Ein Abschlepper bitte hier drüben. Aber ich hatte doch den richtigen Riecher immer, den richtigen Riecher immer. Ja? So, gibt's hier vielleicht jemand, der hier in der Gegend rumsteht, den man vielleicht mal so schnappen könnte? Oder vielleicht ist der Will ja irgendwo hier. Kann ja einfach mal sich umsehen. Aber, boah, hier ist auch sehr dunkel. Ne? Warte mal, ich hab doch irgendwo eine Taschenlampe, oder? Ja. Was kommt denn da jetzt gerade angefahren? Hä? Was machen die denn hier? Verfolgt ihn mal. Ja, komm, fahr. Ich unterstütze euch. Wo auch immer es hingeht. Ich weiß nicht, wen die verfolgen. Wow! Okay, das war er nicht. Ich glaube, es ist dieser SUV, der da vorne rumfährt. Oder? Ja, es ist der. Ne, was ist das? Der hat den Kofferraum auf. Okay, der fährt nicht rechts ran. Bei dem hohen Tempo sollte man vielleicht keinen Elektroschocker einsetzen. Wir brauchen eigentlich... Macht er jetzt? Bleibt einfach stehen. Jetzt ist er stehen geblieben. Hä? Okay. Aussteigen. Okay, okay, okay. Hab ihn. Runter, 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 runter. So, mein Freund. Sie sind festgenommen. Zack, 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 zack. Call Night, ey. Ich rufe dich dann nachts an, Mann. Ich überprüfe doch mal eben. Okay, sein Dings ist abgelaufen. Ich lasse ihn eben abholen, dann gucke ich mal seine Karre eben durch. Oh, oh. Okay, die holen ihn schon ab, da sind die relativ zügig heute. Oh. Okay. Ich wette, der Wagen ist gestohlen. Oh. Stolen Vehicle! Ich hab sogar gesagt, ey, ich bin heute echt guter. Ich muss die Karre auf jeden Fall abschleppen lassen. So, der Karl wird jetzt in Gewahrsam gebracht. Okay, der Abschlepper ist da, prima. Wir können jetzt direkt zu dem nächsten Einsatz. Okay. Oh, wir müssen jemanden festnehmen, der aber leicht bewaffnet ist. Oh, das ist ja ziemlich weit weg. Okay. Andersrum. Ich mach mal ganz kurz eine Sache. So. Kommen wir hier dran vorbei? Ja. Alright, guys.
So, wir sind mal auf dem Weg jetzt. Genau, also ihr könnt diesen Twitch-Kanal folgen oder abonnieren. Wenn ihr abonniert, dann ist es so, dass ihr mich ein bisschen unterstützt. Ja, kostet glaube ich 4 Euro im Monat oder so oder 3 Euro, keine Ahnung. Und wenn ihr folgt, dann folgt ihr halt. Aber irgendwie funktioniert dieses Benachrichtigungssystem nicht so gut. Deswegen habe ich schon überlegt, ob ich da vielleicht einfach mal selber sowas mache. Weil sind schon relativ viele Leute, die folgen bei Twitch, aber irgendwie... Naja, okay. Wir sind mal weiter auf dem Weg jetzt. Warum gratulieren mir alle einen Monat nach meinem Geburtstag? Aber vielen Dank, liebe Freunde. Vielen Dank. Ich kann bei Fahrten immer so ein bisschen die Kommentare lesen. So. Vielen Dank auch an die Moderatoren übrigens, die hier heute tatkräftig wieder dabei sind. Ja, als FBI oder SWAT, das machen wir vielleicht in den nächsten Live-Let's Play von GTA 5 LSPDFR. Das können wir gerne mal machen. Ich dachte immer, mittwochs um 19 Uhr gibt es ein Streamy und spontane Streams. So, wir sind jetzt gleich da, noch knapp einen Kilometer. Und da müssen wir aufpassen. Letztes Mal, wo wir ja so einen Einsatz hatten, dieser Sorte, war das ja so, war das ja so, dass wir die Nackte festgenommen haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, was heute passiert wieder. Müssen da in diese gelbe Zone. Ey, jetzt fahre ich gerade gar nicht mal so schlecht. Der Adrenalin ist zu spüren. Das Adrenalin, nicht der Adrenalin. So. Warum? Warum steht der Typ einfach auf der Straße? Ich soll mal mit dem reden. Er telefoniert. Hi, man. Okay. Geben Sie mir mal Ihre ID. Warum steht das andere Auto da einfach... Ja, es ist weg, okay. Was? Andrew Franzone. Ah, suspect wanted by LSPD. Alright, guy. So, ach schön. Haben wir dich wieder aufgegabelt, mein Freund, wa? Kickse. So, dann lassen wir mal abholen. Ja? Assistance needed for a suspect placed under arrest in Vinewood Hills. Copy that, dispatch. Roger. Okay. Wir warten jetzt, bis er abgeholt wird. Ich habe es schon gelesen, dass zu LSPD FR, dass es jemand geschafft hat, einen Multiplayer-Modus zu machen. Aber der ist noch nicht so von den Funktionen her so gut, deswegen warte ich noch ein bisschen. Ein bisschen Creeper Crab. Okay, Freunde, wir haben es. So, ich muss mal ganz kurz hier. Okay. Attention all units. We have a suspect resisting arrest. Alter, was ist denn da los? Guck mal unten auf der Karte, was ist denn da los? Gunfire reported, okay, da wird kräftig rumgeballert und ganz viele Polizeiwagen verfolgen da jemanden. Ich werde aber nach dieser, Alter, ich werde nach diesem Auftrag, werde ich gleich nach, Los Santos wieder zurückfahren. Was ist denn hier los? SWAT, alles ist hier. FBI ist auch hier. Was denn? FIB meine ich. Was denn hier passiert? Ja, auf wen schießen die denn? Auf den Trucker hier, oder was? Ah, die haben den. Krass! Hey, was machen? Ah, die hat auch eine Knarre. Habt ihr gesehen? Schönes T-Shirt übrigens. Komm mal her. Ja, nimm ihn doch fest. Alter. Wenn du jetzt noch einmal aufstehst. Jetzt aber. Also guck mal, da stehen so viele Polizisten. Ja? Und keiner hilft. Alles muss der Chef hier alleine machen. Warte mal. Bist du auch hier? So. Assistance required for a suspect placed under arrest in Vinewood Hills. Adam 6, copy. We'll check it out. Die rasten alle wieder aus, ey. Das ist so typisch GTA 5 LSPD, ja. Hello. Hello, man. Okay. Hey,
Was denn jetzt los, Alter? Hä, warum knallt er denn die Frau ab? Alter, was hatten die getan? Boah! Alter! Für den LKW rein! Hä? Ich gehe hier weg. Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Ja, fahr doch! Was denn hier los? Schalt mal aus da jetzt. Auffahrunfall vom Feinsten. Okay. Wie sollen wir das denn jetzt... Wie sollen wir das denn jetzt hier lösen? Der soll aus seiner Scheißkarre aussteigen. Hau ab jetzt. Hau ab. Gott, ey. Der steigt da schon wieder. Warte, ich muss mir mal ganz kurz hier angucken, was hier los ist. What the fuck, Alter? Was passiert hier? Hey, der fährt! Der fährt weg! Boah! Hier bricht das pure Chaos aus. Okay, wir versuchen das zu regeln, liebe Freunde. Als erstes müssen wir die Straßen sperren hier. Wehe, du überfährst mich. Steig aus da! Steig aus! Komm her. Mega Crash hier auf der Straße. So. Wir nehmen den mal fest. Okay. So, wir haben jetzt sehr, sehr viele Autos hier. Die drehen da hinten alle. Okay, das heißt, hier bleibt es frei. Okay. So, wir müssen jetzt den Wagen hier abschleppen. Also wir müssen 1, 2, 3, 4 4 Autos. Jetzt spawnt der Abschlepper auf der anderen Seite. Ach, wie sollen wir das denn schaffen? Mein Auto steht da noch, Gott sei Dank. Hier ist das ultimative Chaos ausgebrochen. Okay, wir holen jetzt mal die ganzen Abschlepper hier. So, der Gerichtsmediziner ist auch da. Es wird, Freunde, es wird. Ich mach mal hier ein bisschen Platz. So. Okay, Victor Martinez ist schon mal weg. So, ein Auto haben wir schon mal abgeschleppt. Ich hab doch hier die Straße gesperrt. Nee. Darf man nicht durchfahren. Boah, du Bastard. So, hier ist gesperrt, Mann. Müssen erstmal die ganzen Leichen hier wegkriegen. Adam 4, copy. Was haben wir denn hier? Hä, was ist denn das hier für ein Fahrzeug? Wer hätten das gefahren? Die fahren einfach durch die Absperrung. Ist klar. Mach ruhig. Macht ruhig. Fahrt über die Leichen. Ist kein Problem. Ist ja nur Los Santos und Blenker und die macht. Alter, ist der Motorrad da. Manchmal ist es einfach so spektakulär, sich das mal hier alles anzusehen. Weißt du was, ich fordere jetzt mal ganz viele Abschleppwagen an. Mal gucken, was passiert. Oh. Okay. So, Abschleppwagen Nummer 1. Haben wir die Leichen wenigstens alle weg? Boah, wie viele Leichensäcke liegen denn hier? Ja, sind immer noch dran, okay. Wie viele Leichensäcke liegen hier, ey. Okay. So, LKW Nummer 2. Okay, ein LKW haben wir schon mal weg. Ja, prima, es wird... Na, wenigstens hat er den zur Seite geschoben. So. Okay. LKW Nummer 3. Wir schaffen's, Freunde, wir schaffen's. Wir schaffen's. So, die fahren alle gerade hier durch. Es löst sich.
Die Motorräder bringe ich auch mal zur Seite ganz kurz. Da liegt auch wieder ein Toter. So. Wenn ist das, der Verkehr mal wieder hier fließt. Den Rest kann man ja später machen. Oh, shit. Bitch. So, den LKW brauchen wir noch. Ja. Ja, fast alles frei. Nur unter Polizeiwagen weg. Ja, prima. Prima, 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 prima. Wir haben's. Nach so einem tatkräftigen Tag. Alles erledigt. Oh nein. Vorne gehen wir wieder Beef. Ich fahr einfach mal dran vorbei. Der macht das schon. Achso, ich kann die Straße wieder freigeben, ne? Warte mal. Hä? Muss doch irgendwo hier. Achso. Warte, muss ich ganz kurz nochmal aussteigen. Warum habe ich keine Sonnenbrille mehr auf? Okay, ist erledigt. So, jetzt geht's ab nach Los Santos, aber. Okay, mal gucken, was in LS so abgeht. Gott, 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 Gott. Ihr könnt übrigens auch mal einen YouTube-Kanal, habe ich ein Video hochgeladen mit der Titanic. Müsst ihr euch mal angucken, ist sehr, sehr lustig. Okay. So. Ein Einsatz schaffen wir bestimmt heute noch. Ja. Oh, 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 oh. Ich möchte mal gerne ein bisschen näher Richtung Flughafen fahren. Weil da waren wir ja länger nicht mehr unterwegs. Aber ich weiß nicht, ob das hier gerade... So, lass mal die mal vorbei. Citizens report a grand theft auto in progress in Alta. Bei LSPDFR kann man noch nicht als Army spielen, aber es gibt aber bestimmt eine Mod, dass man es kann in einem anderen Zusammenhang. Wir werden bald mal als News Alarm oder als Agent spielen. We have a high-ranking game member in transit in okay. Strawberry. Strawberry. Alright, guys. Okay, warte mal, müssen da jemanden in Dev? Aber. Es ist wie so einem schlechten Actionfilm. Jetzt steht da gerade ein LKW. Vor allem, wenn man jemanden in Dev fahren soll. Sei ein korrupter Cop. So böse seid ihr also alle da draußen. So, so. So, so. Units reporting a stolen vehicle in Rancho. Aber dann können wir direkt hier durchfahren. Ich habe den Einsatz jetzt mal abgebrochen, weil das würde wahrscheinlich zu lange dauern. Machen wir bei der nächsten Folge nochmal so einen Einsatz. Jetzt gucken wir erstmal, wo denn das gestohlene Fahrzeug ist. Unverkennbar das hier. Fährt erstmal fett in den Gegenverkehr. Jo. Verstärkung ist angefordert. Auf den Schienen stehen bleiben ist eigentlich nie eine gute Idee, wenn er zukommt. Ach, der fährt da runter, ich dachte schon. Boah. Okay, wir sind dran, liebe Freunde. Wir holen uns den Typen. Boah. Ey, das war schon geil gemacht, oder? Aber ich hab's leider nicht durchgezogen. Ja, fahrt vorbei, Jungs, komm. Es sind 1, 2, 3, 4 Polizeiwagen. Mit mir 5 und eine Hubschrauber, zwei Hubschrauber und ich muss wieder ran an die Buletten dann. Die kriegen den nicht gestoppt. Komm, fahr gegen die. Ja, prima. Oh Gott! Steig aus. Wo ist der? Wo ist der? Hä? Ey, der rennt weg. Okay, komm hinterher. Wer kriegt ihn zuerst? Das ist die Frage. Hot, 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 hot. Okay, wir verfolgen ihn, liebe Freunde. Wir verfolgen ihn. Weiter, weiter, weiter.
Wir haben ihn gleich, komm. Yeah, Mann. Yeah, Mann. Spür die Härte des Gesetzes. Na komm. Herr Evil Chicken, genau, das war gerade das Evil Chicken. Yeah. Ja, liebe Leute, das war das Live-Let's Play von GTA 5 LSPDFR. Heute mal so testweise, deswegen ein bisschen kürzer. Das Ganze wird natürlich auch auf... Ach, guck mal, gerade ist es Crash. Das Ganze wird natürlich auch auf YouTube landen, ne? Dafür ist es ja da. Ich erkläre es nochmal, wer ein Live-Let's Play mitmachen möchte, ihr müsst einfach unter diesem Video Twitter und Facebook folgen, beziehungsweise einfach twitch.tv/devert oder einfach mal fuji.de und dort kündige ich die Live-Let's Plays immer an. Und, da finden die Streams dann auch statt. Und jeden Mittwoch um 19 Uhr geht's auch los. Da spielen wir mal GTA. Da könnt ihr tatsächlich was könnt ihr mitspielen und so weiter und so fort. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und ich würde mich freuen. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr die Idee mit den Live-Let's Plays findet. Würde ich mich auch ebenfalls darüber freuen. Und wir sehen uns dann wieder in einer nächsten Folge von GTA 5 LSPDFR. Vielleicht nochmal live aufgenommen. Oder wie gesagt, mit... ja, mal schauen. Ne? Mal schauen. Mal gucken. Tschüss.